Nun gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann darf ich Sie einmal langsam beginnen zu begrüßen zu unserer nunmehr achten Sitzung zum kategorischen Imperativ. Und heute treten wir, wenn Sie so wollen, in den zweiten Teil des Semesters ein. Dieser zweite Teil befasst sich nunmehr erstens mit Konsequenzen, die Immanuel Kant aus dem kategorischen Imperativ zieht, heute vor allem für die Rechtsphilosophie und das, was er die Tugendlehre nennt auch, das nächste Mal dann für die Religion beispielsweise. Dazwischen werden wir auch immer wieder mal über politische Konsequenzen sprechen, werden wir ein bisschen über die Schrift zum ewigen Frieden auch sprechen, also das ist wohl Kants intrinsischste politisch-philosophische Schrift, denn Sie könnten mit guten Gründen sagen, der kategorische Imperativ führt auf politischer Ebene zu dem Anspruch, einen ewigen Frieden zu stiften, so sehr das auch nur ein Ideal sei, wie Kant uns dort sagt, natürlich. Wir haben, das habe ich Ihnen jetzt hier nochmal hingeschrieben, das letzte Mal in unserer Zusammenschau unter anderem ja darüber gesprochen, dass die tiefste und metaphysische Einsicht in den kategorischen Imperativ nichts anderes ist, als dass die Freiheit, wie Kant uns sagt, allein darin existiert, dass sie gefordert wird. Das ist das Paradoxon der praktischen Vernunft, sagt er uns. Freiheit wird nicht bewiesen, abgeleitet oder herkonstruiert. Sie wird dadurch real, dass sie sich selbst fordert. Der erste Akt der Freiheit ist, Freiheit zu fordern und dadurch imperativische Wirklichkeit sich aufzuwerfen, nochmal kurz gesagt. Die Tatsache, dass wir irgendwie vernehmen, wenn Sie es mit dem Begriff Vernunft sagen wollen, die Tatsache, dass wir irgendwie vernehmen, dass wir was sollen, ist das Flüstern der Freiheit in uns. Wirklichkeit ist nicht zuerst Gegenstand oder so etwas, das ist sie nur der theoretischen Vernunft, der umfassenden, nämlich praktischen Vernunft. Erinnern Sie sich ans letzte Mal, wir hörten von einem Primat der praktischen Vernunft und genau dieser Primat ist es eben, der das eigentlich Faktische der Wirklichkeit und bekannt, das einzig je faktisch zu behauptende, eben die Freiheit dieser Wirklichkeit ist. Also die ist eben nicht ein Ding, ein Gegebenes, ein Dogma oder sonst etwas dergleichen, sondern sie ist eben eine mit sich umgehen sollende und können sollende Freiheit, nochmal kurz zusammengefasst gesagt. Unter dem Begriff Freiheit haben wir dann das letzte Mal mit Kant den Begriff negative und positive Freiheit bereits kennengelernt. Und Kant sagt uns, schlicht und ergreifend, Freiheit ist zunächst immer im negativen Verstande zu nehmen. Sie ist nämlich eine Freiheit von etwas, wird meist gesagt. Ja, also eine negative Freiheit im Sinne der negierenden Freiheit. Also eine Freiheit, die zunächst etwas nichtet, in das sie eingeflochten bleibt und deswegen eben nicht als Freiheit thematisch ist. Das kann Ihnen, das muss nicht nur handlungsbezogen sein, das kann Ihnen mit Kant und noch viel mehr mit seinen Nachfolgern auch im Bewusstsein etwa, also in der theoretischen Vernunft, obwohl Sie das Bewusstsein niemals mit der theoretischen Vernunft gleichsetzen können, bei Kant, aber darauf lasse ich mich jetzt nicht ein. Also sagen wir mal Bewusstsein dazu, das begegnet Ihnen auch und mir im Bewusstsein, denn diese negative Freiheit zunächst, also die Freiheit von, geschieht auch darin, dass mir etwas klar wird. Dadurch, dass ich etwas erkenne, einsehe, es mir bewusst wird, ich etwas auf den Begriff bringe, habe ich mich mit Kant und noch mehr mit seinen Nachfolgern ausgelegt davon befreit zugleich. Ja. Ich habe es nämlich überschritten und auf mich bezogen. Ich bin nicht mehr in es eingeflochten. Ich kann jetzt mit ihm, naja, Sie kennen das ja mittlerweile, im Modus des Imperativischen, des Sollens umgehen. Und das ist zugleich der Schritt in die positive Freiheit. Denn die negative Freiheit, die Freiheit von, ist jetzt nur, ja, ich setze zunächst mal Handlungsraum für mich selbst in der negativen Freiheit. Also für mich das Handelnde, die Vernünftigkeit, setzt sich als Handlungsraum. Darin setzt sie sich ja als Freiheit. Sie sagt eben, Vernunft ist primär Handlung und nicht irgendwas anderes. Also sie ist nicht ein psychisches Vermögen oder ein Gegenstand, eine Seele vielleicht oder sowas. Das kritisiert Kant alles in der ersten Vernunftkritik. Ja. Sie ist keine Seele und sie ist kein Gehirn. Ja, das haben sie bei
nicht am Begriff Gehirn, aber an dem des Schädels bei Hegel sehr süffisant ausgeführt, wieso die Vernunft auch nicht sagen kann, sie ist irgendeine biologisch-medizinische Bestimmung oder so etwas dergleichen und alles andere mehr, sondern mit Kant kommt sie irgendwann, ringt sie sich dazu durch, sich als Handlung ein. Also das pures Handeln oder wie man schon in der scholastischen Philosophie sagte, als Actus purus. Und das ist die Freiheit. Freiheit ist Actus purus. Ein pures Handeln, dessen erste Handlung eben dies ist, Handlung zu sein. Eben, wir nannten das letzte Mal die sich selbst setzende Freiheit. Und das geschieht schon in der negativen Freiheit. Also schon in der Freiheit von geschieht diese Selbstsetzung des Freien. Wenn wir es jetzt mal kurz und bündig so sagen, darum ging es das letzte Mal. Die positive Freiheit fügen wir dann nur hinzu noch. Dann sind wir mit der Wiederholung schon durch. Die besteht dann in nichts anderem, als dass sich diese Freiheit dann vor das Problem gestellt sieht. Nun gut, jetzt bin ich frei. Und Sie könnten mit unserem bisherigen Begriff sagen, und was soll ich jetzt tun? Also das ist sozusagen die Frage der positiven Freiheit. Nämlich nicht nur Freiheit von etwas zu sein, sondern Freiheit zu etwas zu sein. Also können Sie das, so wird das meistens auch in Einführungen unterschieden. Negative Freiheit ist immer die Befreiung von etwas und positive Freiheit ist die Befreiung zu etwas. Also da wird aktivisch dann gestaltet und gehandelt und teilgenommen. Und positive Freiheit hat hier ans Werk zu gehen. Und Sie erinnern sich ans letzte Mal, da sagt er ja sehr schön, die einzige Gesetzgebung der Freiheit, nämlich insofern sie sich als Freiheit erhalten können will, ist ihre Selbstgesetzgebung. Die Freiheit kann ihr Gesetz nicht anderswo hernehmen, beispielsweise aus, ja, nehmen wir die Beispiele von vorher, beispielsweise aus der Biologie oder so, ja, dass man dann sagt, ja, die letzte Wesensbestimmung ist schon eine biologische vielleicht oder so, ja. Denken Sie dabei nicht nur an jetzt neurowissenschaftliche Einsichten der Moderne oder Postmoderne und wir sagen dann, ja, das ist dann doch das Gehirn und die Hirnfunktion der Zweck. Denken Sie auch an Ihre handelsüblichen Rassismen und Sexismen zum Beispiel, das sind dann alles sozusagen, positive Freiheit wird durch heteronome Zwecke ersetzt, sozusagen. Also es findet keine Selbstgesetzgebung, sondern Fremdgesetzgebung der Vernunft statt. Und nun wollen wir auf diesem Boden, den wir jetzt ja schon ausführlich besprochen haben, die letzten paar Einheiten zu den Konsequenzen übergehen. Heute sehen Sie zunächst auf der Seite 27 in unserer Textsammlung noch einen längeren Absatz, oder bekannt ist es eigentlich ein kürzerer Absatz, aus der Kritik der praktischen Vernunft. Dort nämlich tut Kant etwas, das epochemachend in der Philosophie geworden ist, näherhin in der praktischen Philosophie, und zwar leitet er es aus dem kategorischen Imperativ her. Und was ist dieses epochemachende? Er sagt, nun klar, wir kennen das, Sie lesen das am Anfang, worum es in der praktischen Vernunft geht, sind Bestimmungsgründe des Willens, also was hat mein Wille zu sollen und so weiter, das kennen wir jetzt schon gut genug. Und dann eben die weitere Frage, nicht nur, dass ich wollen können soll, sondern auch, was ich wollen soll. Also sozusagen, da wird dann gefragt, was soll denn gewollt und gesollt werden, wenn denn gewollt und gesollt werden kann. Ja, und also zunächst ist immer der Imperativ, dass es gewollt und gesollt werden kann, dass gesollt und gewollt werden kann. Und dann was? Und Sie, mittlerweile bin ich ja mit Ihnen und sind wir gemeinsam durch den Text gut und intensiv genug durch, dass wir wissen, dass das Was des Sollen wollen Könnens sein Das ist. Also was gesollt und gewollt werden kann, ist, dass es Sollen wollen Können geben soll in der Wirklichkeit. Das haben wir letztes Mal ausführlich nochmal besprochen. Also dass Freiheit hergestellt werden können soll, das ist zugleich das Was des kategorischen Imperativs. Was ist denn der Zweck der Freiheit? Na ja, sie selbst. Und da wollen wir jetzt weitergehen. Und dann sagt er uns etwas, das habe ich Ihnen da relativ unvermittelt hingeklatscht mit dem Text, weil wir es erst danach aus der Metaphysik der Sitten begründen wollen. Sagt er, nun müssen wir aber, wenn die praktische Vernunft an die Welt herantritt und sagt, so, dieses und jenes soll getan werden, also ich soll jetzt was tun, und dann soll ich halt, dann entscheide ich halt, was ich jetzt tun soll, bestenfalls am Maßgabe des kategorischen Imperativs und so weiter. Und dann sagt er, das sind zwei Dimensionen jetzt möglich und die trennen da voneinander. Und diese kantische Trennung ist epochemachend geworden. Kant sagt uns nämlich, eine Handlung kann jetzt betrachtet werden hinsichtlich ihrer Legalität oder ihrer Moralität. Und das ist mit Kant nicht dasselbe. Es ist ganz wichtig, gerade im Sinne der Aufklärung gesagt, dass das nicht dasselbe ist. Sie können das jetzt nicht selber durchspielen, fragen Sie sich, kann es nicht, und Kant würde eben sagen, ja, kann es nicht legale Handlungen, legalisierte Handlungen geben, die unmoralisch sind? Und Kant sagt, ja. Und umgekehrt genauso, kann es nicht
unmoralische Handlungen geben, kann es nicht moralische Handlungen geben, die als illegal ausgewiesen werden? Und Kant sagt, ja, auch das kann es geben. Also was wir heute kennenlernen werden, und das ist für seine Rechts- und Tugendphilosophie entscheidend, die er aus dem kategorischen Imperativ rausholt, jedem Handeln wohnen diese zwei Dimensionen inne, die Moralität des Handelns und die Legalität des Handelns. Das wurde dann später bei seinen Nachfolgern auch vermittelt, aber zunächst müssen wir das mal begreifen, worin das eigentlich besteht. Und Kant sagt uns ja von selber schon, wäre gar kein kategorischer Imperativ, also könnte nicht, und das müssen Sie jetzt alles mitnehmen, was wir bisher gehoben haben, könnte nicht Freiheit sich selbst ihr eigenes Gesetz sein? Ja, und dadurch hat die Freiheit ein Gesetz, sie ist nicht gesetzlos, sagt uns Kant, aber ihr Gesetz ist sie selber und nicht irgendein anderes Dogma, das mit ihr nichts zu tun hätte oder sonst irgendetwas dergleichen. So, und aus dem heraus sagt er uns, wenn es das geben können soll, also ein Handeln, das sagt, diese sich selbst das Gesetz gebende Freiheit soll hergestellt werden in der Welt. Dieses Handeln handelt moralisch. Freiheit, die sagt, es soll Freiheit verwirklicht sein in der Welt. Und es ist dann die Rechtsbestimmung mit Kant, die uns dann angibt, wie das vonstatten finden soll, unter welchen Regeln und unter welchen Einschränkungen das stattfinden soll. Ja, also eben, Sie haben schon gehört, das fußt alles darauf, dass Kant eben sagt, die Freiheit ist gerade nicht das Regellose, sondern das sich selbst Regulierende. Und in diesem Modus des sich selbst Regulierens soll sie Recht werden können. Und so sagt Kant, ist beides notwendig, Moralität und Legalität des Handelns, aber, sagt er, es ist weder das eine durch das andere zu ersetzen, also ich kann nicht Legales für Moralisches ausgeben. Oder wie man mit Kant konkreter sagen könnte, bloß weil es ein Gesetz gibt, heißt das nicht, dass dieses Gesetz moralisch richtig ist oder das ihm gemäße Handeln. Das wissen wir aus der Geschichte ja gut genug, wie das enden kann, wenn man so denkt. Ja. Und deswegen werden wir heute auch sehen, sagt uns Kant auch ganz dezidiert und ganz klar, das letzte Beurteilungskriterium unseres Handelns kann niemals das Gesetz sein. Das ist ganz entscheidend bei ihm. Er sagt, es kann niemals die letzte Rechtfertigung unserer Handlungen in der Legalität gesucht werden. Deswegen würde Kant auch sagen, jeder, der das versucht, jeder, der zum Beispiel, Sie kennen das ja aus öffentlichen Debatten, jeder, der an sein eigenes oder fremdes Handeln herantritt und sagt, die rote Linie ist bloß das Gesetz, handelt mit Kant unmoralisch. Die letzte Linie des Handelns ist nicht bloß das Gesetz. Da gibt es noch sehr viel mehr, das wir zu berücksichtigen haben mit Kant. Also einerseits kann ich die nicht durcheinander ersetzen einfach und quasi Legalität als Moralität ausgeben oder umgekehrt. Und andererseits, er sagt uns ja auch selber, gibt es zwischen den beiden, und das werden wir noch in der Tugendlehre klarer sehen, ein klares hierarchisches Verhältnis. Und dieses hierarchische Verhältnis ist so ausgewiesen, Moralität hat Legalität zu begründen und niemals umgekehrt mit Kant. Niemals können wir Moralität aus Gesetzgebung begründen. Immer müssen wir Gesetzgebung aus Moral begründen können. Deswegen sind sie beide ständig dynamisch anzupassen aneinander. Das ist ein ständiger Prozess, in dem sich natürlich ständig, wie wir wissen, mit dem kategorischen Imperativ, neue Sollensbestimmungen in die Vernunft hineintragen. Die Vernunft kann sich immer wieder neue Imperative aufwerfen und darin ergeben sich auch immer wieder ganz neue legale Anforderungen an sie und sie muss ständig ihre Rechtslehre mit überdenken. Und weil das so ist, sagt uns Kant, kann ich erstens also Moralität niemals aus Legalität ableiten, sondern es ist, wenn dann umgekehrt zu sehen. Und ich kann niemals die mit Kant verrückten Versuch machen, eine quasi Vernunftrechtslehre einfach zu behaupten, die unveränderlich und absolut dasteht, weil sich eben die Moralität, damit die sich selbst verwirklichende Freiheit der Vernunft, immer wieder, sagt er, vor neuen Imperativen findet und diesen neuen Imperativen auch ihre Rechtslehre gemäß zu machen hat. Ja, also Sie sehen, Kant denkt Recht sehr dynamisch. Und zuletzt, und das ist jetzt wichtig zu sagen auch,
sagt er uns schon selber, also er nimmt da diese biblischen Vergleiche, der Buchstabe des Gesetzes und der Geist der Moral wird er, also Sie kennen das bei Paulus vielleicht, nicht wahr? Der Buchstabe tötet, nur der Geist macht lebendig. Wir können uns niemals bloß auf den Buchstaben des Gesetzes, die Legalität verlassen in der Mitte des ersten Absatzes, sondern müssen immer den Geist derselben, nämlich den Geist der Gesetze auch mitbedenken können. Denken Sie zum Beispiel an Ermessensspielräume oder sowas, ja, an Einbeziehung von Zurechnungsfähigkeiten und diese Geschichten. Und deswegen sagt er uns auch, Sie sehen das ja eh da am unteren Ende des ersten Absatzes stehen, wenn wir das nämlich glauben, dass die Legalität der einzige oder der prinzipielle Mustervorgang oder die prinzipielle Vorgabe unseres Handelns wäre und wir uns stets nur nach dem Gesetz umsehen müssten und nicht auch nach der Moral. Wenn wir also glauben, es reicht die Legalität des Handelns aus, dann sagt uns Kant, wo das hinführt. Das führt eben dazu, dass wir auf die Idee kommen könnten, ein, wie er sagt, von uns angenommenes natürliches oder göttliches Gesetz zu behaupten. So ein Urdogma der Wirklichkeit, sei es ein Naturgesetz oder ein göttliches Gesetz oder sonst was. Und aus dem versuchen wir alle unser Handeln abzuleiten und zu begründen, weil wir nicht mehr an Selbstgesetzgebung herankommen als vernünftige Wesen, weil wir nicht mehr frei sind. Ebenso, und da sagt er, unserem Wahne nach führt er, es ist ein Wahn, sagt er, der auf sowas kommt, führt er dann weiter aus. Ebenso wenig oder ebenso kommt eine sich bloß auf Legalität beziehende Vernunft nicht nur vielleicht auf die Idee natürlicher oder göttlicher Gesetze, aus denen sie sich ableiten möchte. In ihrem Wahne kommt sie auch auf ein, Kants Wort, auf ein Maschinenwesen der Polizei, die sich bloß nach dem richtet, was man tut, ohne sich um die Bewegungsgründe, warum man es tut, zu bekümmern. Wir geraten hier nicht in einen rechtsphilosophischen Relativismus mit ihm hinein, sondern es gibt schon ein absolutes und das ist aber ein moralisches Prinzip, nämlich die Würde. Das heißt, wir haben uns mit Kant ständig zu fragen, welche Rechtswirklichkeit ist denn der absoluten Bedeutung der Menschenwürde angemessen? Und so haben wir Rechtswirklichkeit zu gestalten mit ihm. Genau. Also Sie sehen, sozusagen praktische Vernunft, die existieren kann, ist die Vorgabe der Rechtswirklichkeit für Kant. Ja, also Sie sehen, in anderen Worten nochmal, Legalität als alleiniges Handlungsprinzip funktioniert nicht. Und das, liebe Kolleginnen, heißt nichts anderes als negative Freiheit als alleiniges Handlungsprinzip aufzubauen. Denn die Legalität, werden wir gleich sehen, fußt in der negativen Freiheit. Die Tugend, die Moralität, fußt in der positiven Freiheit. Er sagt uns nämlich, wenn allerdings die Vernunft einsieht, dass sie in der Moralität ihr höchstes Prinzip hat und nicht in der Legalität des Handelns, dann lehrt das den Menschen seine eigene Würde fühlen, sagt uns Kant hier am Ende des ersten Absatzes. Also gerade dann, wenn wir uns sozusagen als sich selbst gesetzgebende Freiheit agieren, und er sagt tatsächlich, fühlen wir unsere Würde darin. Nicht nur ist die Moralität vor die Legalität zu setzen, weil sie nicht durcheinander austauschbar sind, weil die Moralität nicht aus der Legalität ableitbar ist. Nicht nur ist das so, weil man dann auf so komische Ideen wie göttliche oder Naturgesetze des Handelns kommt oder auf ein Maschinenwesen der Polizei und so weiter, etc. etc. Sondern auch, sagt er, aus pädagogischen Gründen ist die Moralität des sich selbst als gesetzgebenden freien Handelns immer in Vorrangstellung zu geben, weil der Mensch, das Vernunftwesen, dadurch seine eigene Würde und damit die Würde aller anderen fühlen lernt. Liebe Kolleginnen, dann springen wir jetzt mal in das, was er rechts und tue, auf diesem Boden, den wir jetzt bereitet haben, zwischen Legalität und Moralität. Sie können also hier Legalität auch herschreiben und hier Moralität. Und so unterscheiden sich die ontologisch auch quasi. Also Legalität ist realisierte negative Freiheit. Moralität ist realisierte positive Freiheit. Wir wenden uns zunächst der Rechtslehre zu. Am Anfang dieser erste Absatz der Rechtslehre, den können Sie getrost überspringen, denn da steht die ganze Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Und die ist da ein bisschen zusammengefasst auch. Sie sehen, da werden, ich habe Ihnen nur vier Bestimmungen rausgeglaubt. Verbindlichkeit, Seite 28, Verbindlichkeit, Tat, Person und Sache. Wenn Sie das anschauen, Sie können das auch kurz überfliegen,
Das sind genau Bestimmungen, mit denen wir heute weiterhin in der Rechtslehre operieren. Natürlich haben sie sich verändert, wurden erweitert, wurden konkretisiert und so weiter. Aber das geht auf Kant mit zurück, diese grundlegenden Bestimmungen unseres auch heute noch in Gang befindlichen Rechtsverständnisses. Das wollte ich Ihnen nur zeigen, wenn Sie etwa der Verbindlichkeit sehen, die bei ihm den Grund jeder Rechtsprechung ausmacht. Also er sagt, wir brauchen kein Recht, wenn wir kein Konzept der Verbindlichkeit haben. Also wenn eh nichts verbindlich ist, ist alles wurscht, sozusagen. Ja. Und Recht operiert immer auf dem Prinzip einer Verbindlichkeit oder wie er es eben nennt, einer Pflicht. Ja. Also da, und das ist, und das ist eben der Punkt einer moralischen Konzeption eigentlich. Ja. Also diese Verbindlichkeit stammt aus der sich selbst gesetzgebenden Freiheit, die eben die Entscheidung trifft, es soll etwas Verbindliches geben. Und er sagt uns eben, Verbindlichkeit ist nichts anderes als die Notwendigkeit einer freien Handlung unter dem kategorischen Imperativ. Also Sie sehen, das Grundprinzip, aus dem man dann die ganze Rechtslehre herkonstruiert, basiert selbst auf dem kategorischen Imperativ und damit auf der Moral. Das heißt, wir kommen mit Kant dann nicht raus zu erkennen, dass Recht realisierte Moralität ist und nicht was anderes. Und deswegen auch sowas wie einerseits ein Regulativ der Moral und andererseits ein Spiegel der Moralität. Ja. Also wie die Entwicklungen des Rechts spiegeln auch die Entwicklungsstadien der sich selbst gesetzgebenden Freiheit respektive der Moral wider. Der geschichtliche Prozess des Rechts korrespondiert dem geschichtlichen Prozess der Moral über die Kategorie der Verbindlichkeit beispielsweise. Ja. Also wie Verbindlichkeit gefasst wird, wie also Realität verrechtet wird, spiegelt den Status und Zustand der Freiheit wieder. Ja, und daraus fließt halt alles andere heraus. Sie sehen das eh, also dann bestimmt er die Tat, also rechtlich gesehen jetzt, ja, steht unter den Gesetzen dieser Verbindlichkeit. Und Sie sehen schon, so, insofern das Subjekt in derselben nach der Freiheit seiner Willkür und als Urheber bezeichnet wird. Sie sehen schon, da kommen die Ideen der Zurechnungsfähigkeit und der Zurechnung dann hier. Schuldfähigkeit hat hier mit ihren Ursprung und so weiter. Also Kant versucht ja tatsächlich die grundlegenden Kategorien festzulegen, unter denen sowas wie ein Recht überhaupt möglich wird. Und sie sind natürlich alle aus der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und damit aus dem kategorischen Imperativ begründet. Es ist also alles, was Sie sehen, Verbindlichkeit, Tat, Person, Sache und so weiter, sind letztendlich alles Kategorien, von denen Kant sagt, die können Sie nirgendwo her ableiten. Nirgendwo. Das finden Sie nicht. Sie finden keine Person in der Natur. Sie finden keine Tat in der Natur. Verbindlichkeit, Tat, Person, Sache und all die anderen Kategorien, die er hier unterscheidet, sind Imperative, die realisiert werden sollen. Also in all dem steht drin, wir verrechten die Wirklichkeit so, damit es Personen geben kann, damit es Taten geben kann, die wir zurechnen können, damit es Sachen geben kann, die keiner Zurechnung fähig sind. Das ist die Definition der Sache, wie es ist. Und auch das ist ein kategorischer Imperativ, nämlich es soll Wirklichkeit rechtlich so eingerichtet werden in unserem Zusammenleben, dass es den Unterschied zwischen Personen und Sachen gibt. Und Kant sagt uns, und das gebietet der kategorische Imperativ, dass das so ist. Es soll ein Sollen sein und es soll kein Sollen sein. Das ist Person und Sache ebenso. Ich habe Ihnen nur Beispiele ausgeführt, aber nur damit Sie sehen, wie Kant da vorgeht. Ja. Jetzt kommt Kant nach diesen Grundbestimmungen zur alles entscheidenden Frage, was ist also Recht überhaupt? Worin können wir die Wesensbestimmung vernünftiger Gesetzgebung und Rechtsprechung finden? Und Kant sagt, das ist ganz einfach und Sie kennen sie alle, weil sie die ganze Zeit zitiert wird. Leider, wie wir gleich hören werden, leider nur die Rechtsdefinition und nicht die Tugenddefinition. Die Tugenddefinition scheint niemand zu interessieren und das ist ein, möglicherweise, wie wir gleich diskutieren, ein gesellschaftliches Problem in unserem Zusammenleben, dass wir uns viel zu sehr auf das beziehen, was Kant die Definition des Rechtes nennt und zu wenig auf das, was er die Tugend nennt, als die Begründung des Rechtes nennt. Weil Sie kennen das ja vielleicht in der einen oder anderen Form, Kant, es geht auf Immanuel Kant zurück. Das Recht ist also der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des einen mit der Willkür des anderen nach einem allgemeinen Gesetz der Freiheit zusammen vereinigt werden kann. Meine Freiheit soll mit der Freiheit des anderen zusammen bestehen können. Meine Freiheit endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Und all diese Varianten davon, das ist Kants Bestimmung des Rechts, die Sie hier sehen. Jetzt sehen Sie auch das ganze Problem damit. Vielleicht bereits, dass wir bei dieser Bestimmung der Freiheit stehen bleiben, bei der rechtlichen Bestimmung.
Denn, fragen Sie sich selbst, wenn Sie jetzt sagen, kategorischer Imperativ, praktische Vernunft ist eine handelnde Vernunft, und zwar eine Vernunft, die eine Realität anhebt zu gestalten, in welcher Handlung möglich werden soll. So viel und so geht wie möglich soll freie Handlung möglich werden für alle in der kategorischen Gesellschaft sozusagen, der verrechtlichten kategorischen Gesellschaft. Und wenn ich jetzt sage, aber das Prinzip ist allein, die Freiheit des einen soll die Freiheit des anderen nicht übertreten, dann haben Sie kein handlungsbefähigendes Prinzip mehr plötzlich. Dann haben Sie ein negativ freies Prinzip, das Sie handlungsunfähig macht, wenn Sie sich darauf allein beschränken. Und genau das ist das Problem mit der Propagierung von meine Freiheit hört da auf, wo die Freiheit des anderen beginnt. Wenn wir dabei stehen bleiben mit Kant, dann sind wir in bloß negativer Freiheit stehen geblieben. Und dann sind wir zwar, dann berühren wir alle einander zwar fiktiv gesagt nicht mehr in unserer Freiheit, aber keiner handelt mehr. Weil jedes Handeln dann sich bloß als eines erachtet, das Freiheit von jemandem verletzt. Und deswegen ist das einzige Gebot, na, dann soll halt keiner mehr handeln. Und Sie sehen natürlich, warum es sozusagen in manchen Blicken auf Vergesellschaftung sehr bequem scheint, vielleicht von Kant her, die Bestimmung des Handelns auf diesen negativen Aspekt zu reduzieren. Weil wenn ich Menschen nur weitgehend mit Kant gesagt dort habe, dass sie sagen, na ja, sobald ich die Freiheit des anderen verletze, tue ich besser gar nichts mehr, dann habe ich eine Gesellschaft der Handlungsunfähigen plötzlich erzeugt, dann habe ich eine quietistische Gesellschaft erzeugt, in der halt niemand mehr handelt. Das scheint dann so eine Art freie Gesellschaft zu sein, aber es ist eben, und das ist auch so, nur ist es eine Gesellschaft der rein negativen Freiheit. Der Freiheit von, und dieses von ergänzen Sie jetzt durch Handlung, Gestaltung, Partizipation. Dann bringt sich halt niemand mehr ein in die Gesellschaft. Ja? Jeder dünkt sich negativ frei von, das ist ja auch das große Versprechen vieler Gesellschaften, nicht wahr? Du wirst in Ruhe gelassen, wenn du nur nicht mitgestaltest. Ja? Sozusagen, partizipiere nicht, bleibe negativ frei, diese Freiheit kannst du auch haben, sozusagen rechtlich. Nur die da bitte nicht, sozusagen mit Kant, ja? Weil die will gestalten und partizipieren und mit der kommen wir halt mit der rechtlichen Bestimmung nicht mehr zu Rande. Weil da wird halt Freiheit verletzt. Klar, weil gesollt wird. Ja, und nicht bloß abgestanden wird vom Handeln sozusagen. Deswegen mit Kant ist es eben so, dass Recht allein, also Sie haben jetzt hier wirklich die Begründung dafür mit Kant, warum Recht allein nicht ausreicht, um unser Handeln zu begründen. Es macht uns der Versuch, Handlung allein aus der Legalität heraus abzuleiten, handlungsunfähig. Wir werden Sachen. Kant sagt uns nämlich, es gibt ein angeborenes Recht gibt und dieses Angeborene ist die Freiheit, sagt er uns ja dort auf Seite 28 unten. Das angeborene Recht ist nur ein einziges, nämlich das der Freiheit. Und dadurch ist es wieder sozusagen kein angeborenes Dogma-Recht oder sowas, weil die Freiheit hat sich eben zu erringen, zu setzen, positiv durchzuführen. Wir können eben auch, das wäre wieder nur negative Freiheit, wir können eben auch nicht aus irgendeinem Gesetzeskompendium, und so toll es auch sei, und die gibt's ja, so toll es auch sei, ein Gesetzeskompendium kann mich nicht lehren, was Freiheit ist. Es kann mich nur lehren, wie ich mich zu verhalten habe. Ja, nämlich so zu verhalten, nach Möglichkeit, dass meine Freiheit die Freiheit der anderen nicht verletzt. Also negativ frei zu verhalten. Das lehrt mich das Recht mit Kant. Und die Moral lehrt mich, die Welt zu gestalten. Und sie gestalten zu wollen, als Wille eben auch. Und nicht bloß niemandes Freiheit zu verletzen. Sozusagen. Und das ist mit Kant selbst in einem problematischen Verhältnis beides zueinander jeweils. Ja? Weil, wir haben es ja schon gehört, dadurch, dass er Moralität und Legalität klar auseinanderhält, sagt er, deswegen kann es dazu kommen, dass mich die Moralität verpflichtet, das Gesetz zu brechen. Diese Situationen gibt es, wie wir alle wissen. Aber die Frage ist natürlich, ich muss zunächst erkennen, dass mich die Moral nötigt, das Gesetz zu brechen. Das ist nicht einfach so, ich kann das nicht einfach behaupten mit Kant, sondern das ist Gegenstand vernünftiger Überlegung. Deswegen kehren wir doch jetzt zu diesem Kernprinzipstück der Tugendlehre mit ihm noch kurz, also hier rüber. Sie sehen also mit der Tugendlehre, Seite 28 unten und 29 oben noch, Sie sehen also mit der Tugendlehre jetzt gesagt,
Da führt er das nochmal ein. Man kann sich also die Verpflichtetheit auf zweierlei Art denken, nämlich auf rechtliche oder auf Tugendebene. Er sagt eben, die Rechtslehre geht auf dem Weg, den wir gerade gehört haben. Die Tugendlehre oder eben, wie er sie auch nennt, Seite 28 unten, die Ethik, also nicht die Rechtslehre, sondern die Ethik, die Wissenschaft der Moralität, geht auf dem entgegengesetzten Wege, nicht wahr? Sie geht nicht von bereits feststehenden Zwecken, also Gesetzen des Handelns aus, denen es sozusagen die Maximen des Handelns dann angemessen macht. Also sozusagen, sie fragt sich nicht, okay, welche negativen Freiheitsbestimmungen, also so, dass ich keine andere Freiheit verletze, existieren und wie habe ich meine Handlungsmaximen an denen zu orientieren, das wäre recht. Sondern sie geht den umgekehrten Weg. Und wie der ausschaut, müssen wir uns jetzt noch vergegenwärtigen, weil der ist gewaltig, dieser umgekehrte Weg. Natürlich mit Kant, ja, indem er nämlich sagt, diese, nämlich nicht die Rechtsphilosophie, sondern die Ethik, geht von einer Verbindlichkeit aus, die sich moralisch begründen lassen muss und nicht rechtlich. Und moralisch begründen heißt durch positive Freiheit, nämlich nicht durch ein Nicht-Verletzen, sondern durch ein aktives Gestalten der Realität verwirklicht findet. Und wie schaut das aus? Und da haben Sie jetzt einen, ja, geradezu einen hegelischen Aufhebungsschritt bekannt. Dieses aktivische Gestalten haben Sie zunächst Seite 29, 2. Absatz hinsichtlich des Rechts ausgeführt. Er sagt uns nämlich, die Tugendpflicht ist von der Rechtspflicht wesentlich darin unterschieden, dass zu dieser, nämlich zur Rechtspflicht, ein äußerer Zwang moralisch, das erkläre ich gleich, möglich ist, die Tugend aber allein auf dem freien Selbstzwang basiert. In anderen Worten, Kant sagt uns hier, das habe ich Ihnen eh schon mal zitiert an anderer Stelle in der Metaphysik der Sitten, ich kann Menschen dazu zwingen, allerlei zu tun. Ich kann sie aber niemals dazu zwingen, irgendwas zu sollen. Dazu können sie sich nur selbst verpflichten. Ich kann sie unter Androhung von Tod und von Schmerz und von wer weiß was zum Tun zwingen, aber niemals zum Sollen. Das kann jeder nur aus sich selbst. Und um das geht es hier jetzt. Ja? Das ist der freie Selbstzwang, der sich immer fragt, ja, aber was soll ich jetzt in der konkreten Situation tun? Und nicht am Buchstaben des Gesetzes bloß abgelesen. Ja? Nämlich jeweils in der konkreten Handlungssituation, die ich vorfinde, kann ich mich als vernünftiges Wesen fragen, was ich jetzt tun soll. Auf diesem freien Selbstzwang basiert, was Kant jetzt sagt. Nämlich einerseits, die äußere Gesetzgebung nötigt uns, sehen Sie dann eh, die ethische tut das auf innerem Wege, es ist eine Selbstnötigung, ein Selbstzwang und so weiter, Sie sehen diese Begriffe eh. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt und der ist so wichtig für uns. Er sagt, denn es ist die Tugendlehre, die Moralität, die Ethik, welche gebietet, das Recht heilig zu halten und nicht umgekehrt. In anderen Worten, wir haben uns stets nach der tugendermöglichenden Bedingung von Recht zu fragen, soll heißen, wir haben uns ständig danach zu fragen, wie Rechtswirklichkeit im Sinne der negativen Freiheit so eingerichtet werden soll, dass sie tugendhaftes Handeln möglich macht. Die Tugend ist der Zweck des Rechts und nicht umgekehrt das Recht der Zweck der Tugend. Recht hat der Tugend nachgeordnet zu sein und nicht umgekehrt. Die negative Freiheit ist ein frei sein auf die positive Freiheit hin. Ich soll nur deshalb in meiner Freiheit nicht verletzt werden können, weil ich sie dann dazu einsetzen kann, partizipativ Wirklichkeit zu gestalten. Nicht verletzt werden zu können in der Freiheit heißt nicht, dass ich mich dann mit Kant einfach zurücklehnen kann und sagen kann, na jo, jetzt geht's mir eh ganz gut, ich werde in Ruhe gelassen, ich bin jetzt ein Quietist sozusagen und für halt in meiner negativen Freiheit mein beruhigtes Leben kann, sagt, nein, diese Bedingung negativer Freiheit ist allein der Boden dafür, dass Vernunft frei aus sich selbst heraus die Entscheidung treffen kann, jetzt tugendhaft zu handeln, zu gestalten und zu partizipieren. Aber der Punkt ist, vorgeschrieben kann ihr das niemals werden, weil das ist ein innerer Selbstzwang, den sie tätigt. Der Schritt von der negativen zur positiven Freiheit ist ein freier. Dazu kann ich niemanden zwingen, niemals mit Kant. Das wäre nämlich jemanden zum Sollen zwingen zu können. Und das versteckt sich hinter die Tugendlehre, gebietet die Rechtslehre und nicht umgekehrt.
Das haben wir mit Kant ständig zu überprüfen, ob das so ist. Ob also unsere Rechtsprechung, Gesetzgebung und verrechtete Wirklichkeit auch den Anforderungen einer Tugend des kategorischen Imperativs entspricht. Also ob der möglich wird durch sie oder ob er verhindert wird. Und wenn Verrechtung der Wirklichkeit, die Tugend und mit ihr den kategorischen Imperativ und mit ihr das Sollen wollen können und mit ihr die Freiheit und mit ihr die Handlungsfähigkeit verhindert, dann muss Recht geändert werden. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, was findet in diesem Schritt noch statt zwischen negativer und positiver Freiheit, also Recht und Tugend? Er sagt uns, und nach diesem Prinzip, nämlich der Tugendlehre, ist der Mensch sowohl sich selbst als anderen Zweck. Sie sehen, da haben wir wieder kategorische Imperativformulierung 3, Menschheitsformel. Vorher haben wir zwei Sätze, vorher haben wir Formulierung einen Satz, im direkten Satz vorher, mein Gott, ja, also im direkten Satz vorher haben wir die Formulierung 1, handle nach einer Maxime der Zwecke, die zu haben für jedermann ein allgemeines Gesetz sein kann. Das ist kategorischer Imperativ 1. Dann haben wir 3, nach diesem Prinzip ist der Mensch sowohl sich selbst als anderen Zweck. Und jetzt kommt Kants entscheidende Hinzusetzung in der Metaphysik der Sitten im Hinblick auf die Rechtslehre nämlich. Und es ist nicht genug, sagt Kant hier, dass er weder sich selbst noch andere bloß als Mittel zu brauchen befugt ist. Das kennen wir ja aus der dritten Formulierung. Ja? Du sollst den Menschen und in deiner, also auch jeder anderen Person, jederzeit zugleich als Zweck und niemals bloß als Mittel brauchen. Und Kant sagt, es ist aber nicht genug, bloß andere nicht als Mittel zu missbrauchen. Das wäre nämlich das da, Recht als verwirklichte negative Freiheit. Das heißt es, andere nicht als Mittel missbrauchen zu dürfen, also ihre Freiheit zu verletzen. Und Kant sagt, es ist aber nicht genug zur Realisierung des kategorischen Imperativs, also für eine wahre Metaphysik der Sitten. Sie können übrigens Metaphysik der Sitten auch einfach mit Himmel auf Erden übersetzen. Ja. Deswegen nennt er es eine Metaphysik. Und das ist also nicht genug für die Realisierung des Himmels auf Erden in religiöser Sprache gesagt. Als Ideal, nicht? Sondern wir müssen den Menschen überhaupt zum Zwecke machen und das zu tun, nicht ihn nur ihn nicht als Mittel zu gebrauchen, sondern den Menschen zum Zweck, das Vernunftwesen zum Zweck unseres Handelns und damit auch der Rechtswirklichkeit zu machen, das an sich selbst ist des Menschen Pflicht. Und diese Pflicht heißt Tugendpflicht. Und Recht hat allein den Auftrag, die Strukturen zu garantieren, die diese Selbstverpflichtung möglich machen und mich zu ihr befähigen. Im besten Fall. Also wenn überhaupt man von Zweck-Mittel-Überlegungen spricht, dann ist das Recht der Mittel, das Mittel zur Tugend. Dass Menschen strukturell, individuell, vergesellschaftend, meinetwegen auch pädagogisch, vielleicht sogar provokativ, wie auch sonst immer, zur Tugend anreizt. Und da haben natürlich viele Gesellschaftstheoretikerinnen und Theoretiker des 19. und 20. Jahrhunderts dann angeknüpft und sich gefragt, okay, welche Form von Vergesellschaftungen verhindern eigentlich Tugend und welche befördern sie? Es wird sozusagen von der Tugend zunächst das Recht gefordert, als ein Recht, das Tugend ermöglichen soll. Ganz genau. Also Recht ist eigentlich der Modus, wenn man so ein bisschen spekulativer sagen will, Recht ist mit Kant der Modus der Selbstermöglichung von Tugend. Also sie schafft sich die Rahmenbedingungen, in denen sie als Tugend existieren können soll. Also der Ursprung jeder Forderung nach Verrechtlichung ist ein moralischer, sozusagen ein imperativischer Sollensanspruch, der in der Wirklichkeit entdeckt wird. Wie schaut es denn aber dann mit der bestrafenden und bestraft werdenden Vernunft aus? Ja, ist das überhaupt eine vernünftige Handlung? Und Kant erteilt ihm überhaupt keine Absage, sondern er sagt, der springende Punkt ist, und das klingt für uns natürlich zunächst befremdlich, es muss eine, auch wenn Vernunft Strafe anwendet, muss es eine Strafe sein, die der Realisierung der praktischen Vernunft zuträglich ist. Also in anderen Worten, Strafformen, die Freiheit ermöglichen. Der Akt der Bestrafung ist eigentlich aus dieser Hinsicht vernunftmäßig sehr positiv zu bewerten, wenn ich nämlich anerkenne, dass jemand, den ich bestrafe, ich als jemanden denke, der sich bessern kann. Als ein Vernunftwesen damit. Ein Mensch, bei dem ich sage, da ist Hopfen und Malz verloren, den behandle ich eben nicht mehr als Menschen, sondern als Gegenstand. Die Vernunft kommt auf die Idee des Strafens, weil sie auf die Idee der Zurechnung kommt und weil sie damit auf die Idee der Verbindlichkeit im Handeln kommt.
Und das sozusagen wird manifest, indem sie auf die Idee der Strafe kommt, dass man verantwortlich und verbindlich handeln können soll, dass man als Vernunftwesen handeln können soll. Also das Bestrafen ist, wie gesagt, so bizarr es für unsere Ohren klingt, aber mit Kant eine absolut vernünftige Handlung. Damit ist aber noch nicht gesagt, wie bestraft werden soll. Wir müssen, und das ist eben dann Thema einer angewandten Rechtsphilosophie zum Beispiel oder so, vernunftmäßige Formen des Strafens entwickeln. Wir können nicht einfach Leute in ein Gefängnis werfen oder so und dann glauben, dadurch passiert irgendwas Magisches mit ihnen oder sowas, sondern es muss vernunftmäßige Form sein, die also Menschen die Möglichkeit gibt, sich wieder als selbstgesetzgebende Freiheit zu erwirken.